Sie sind endlich da. Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Und dieses Mal die Megatin von Yu-Gi-Oh! 2022. Wir sehen können, drei dieser wunderschönen Teile habe ich bekommen. Leider viel zu spät, hätte an Feiern kommen sollen. Ist jetzt erst am Montag gekommen. Aber macht nichts. Bis jetzt, als wie von vor ein paar Wochen, erst eine Woche später. Wunderschönes Design wie immer. Kann man natürlich mit den anderen beiden aufeinander stapeln. Müsste ich mal gucken. Es soll angeblich ein Muster bilden, was zusammenpasst. Was soll das? Dieses wunderschöne Ding ist vollgepackt mit Karten. Insgesamt ist in dieser 22er Tinto Edition 275 verschiedene Karten. Das ist schon mal einiges. Und pro Box gibt es 3 Prismatic Secret Rares, 6 Ultra Rares, 6 Secret Rares, 3 Rares und 36 Common Karten insgesamt. In diesen wunderschönen Mega Packs. 1, 2 und 3 zum Glücklichsein. Ich glaube, das war sonst immer nur, wie immer, Verpackungsmaterial. Macht aber nichts, denn in dem Fall, die passen schon so weit. So, Box Nummer 1, Box Nummer 2, Nummer 3. Tun wir natürlich direkt mal alles knacken, wenn schon, dann denn schon. Komm, Nummer 2. Und Nummer 3. Dann gucken wir doch mal, welche von denen hier quasi die lukrativste Box von allen dreien war. Ah, herrlich. Ich habe schon lange drauf gewartet auf die nächste Megatin. Tun wir die mal nach da hinten schicken, weil ich kenne meine Kamera. Du tust immer aufs Falsche fokussieren. So, nebenbei habe ich noch ein paar Hüllen nebenbei hingelegt für die guten Kärtchen. Dann schauen wir doch mal. Es gibt vieles. Es gibt, ja, ich könnte es so sagen, welche Archetypen als drin sind, aber er wird zu lang dauern. Die haben das Ding wirklich vollends zugedröhnt mit weiß der Geil wie vielen Sachen. So, gucken wir doch mal, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und ob, oh, die würde wahrscheinlich sind schon wieder fokussieren. Fokussierst du wunderbar. Die Sternenrakete. Fangen wir natürlich immer mit den normalen an, so wie es sein sollte. Chronomanischer Megalon Globus. Kenne ich noch gar nicht, muss ich sagen. Sieht man die Karte noch, dass halt hier so weit passt, würde ich mal behaupten. Licht ist an. Ich hoffe, man sieht es auch im Notfall durchs Bild noch ein bisschen wahr bei dem Programm. Material. Was? Moment. Materiaktor Gigadra. Ich fange schon mit meinem Namen an. Richten des, der Markierten. Oha. Oh, Terror des Unterholzes. Das gefällt mir. Die erinnert mich an eine. Eine Unterwäldlerin. Oh, wenn mir jetzt der Name noch einfallen würde, das wäre wunderbar. Metaphose Verschwindender. Oha, Hallöchen. Warte mal, das ist jetzt Ultraria. Du müsstest Ultraria sein. Verarsch mich bitte nicht, Ultraria. Definitiv. Moment. Maschinenwesen ruinierte Streitmacht. Entschuldigung, ich war jetzt ganz perplex für einen Moment. Die Ultraria tun wir da oben mal stapeln. Dann als nächster Live-Zwilling Lila Süßes. Mhm. Dann Hallöchen aber auch. Der zerbrechende Zerstörungsgott. Obeliski, das fängt schon mal gut an. Hauch des Lobes. Hauch des Lobes, Ritualbeschwörungskarte für Windmonster. Kenne ich gar nicht, sieht aber beeindruckend aus. Wir haben, oh, Hallöchen. ZS aufsteigendes Weise. Das müsste jetzt Secret Rare sein, oder? Das muss ich gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4. Ich habe erst 4 von. Okay, was soll's. Irgendwie meine Auflistung, was wo drin ist, ist irgendwie falsch, so wie es ausschaut. Ein bisschen arg falsch sogar. So, oder? Dann haben wir unsere Rare Card. Wir öffnen der Drache Level 10 weiß. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Yep, meine Auflistung ist irgendwie falsch. Außer, das war jetzt hier der Prismatic Secret Rare. Das kann auch sein, nicht Secret Rare, sondern Prismatic Secret Rare. ICA Detinolde, das kann nämlich mehr als gut sein. Schicksalheld Denir. Magisches Duo. Sonnenranken aus Saat. Majestätische Absorption. Und zum Schluss noch, natürlich so Dunkelheiten. Despianischer
Proskynion. Unterwäldler. Despia. Keine Ahnung, was dieses Despia ist für ein Monster. Werden wir aber noch ausfinden. Werden wir noch rausfinden. Okay. Das einzige Schöne ist schon mal, dass innerhalb eines Packs nicht die gleichen Karten drin sind. Dann würde ich nämlich echt schreien, aber sowas von. Sodele. Fokussiere. Ich glaube, das ist wunderbar. Gedankensammler Drache. Oh, wie knuffig. Wie knuffig. Treffpunkt der Stabbrigade. Die Stabbrigade, die sagt mir was. Ist auch ein bisschen älter schon. Parametallfuß Azordless. Uiuiui. Sonnen Avalon Melias. Schaut man nicht ganz wie eine Pflanze aus, sondern wie sonst schon, wie ein Mohnmonster. Bujin Kadezens. Uiuiuiui. Wollte mich mit den Namen echt fertig machen. Wer auf einer Drache Donner Level 5. Den gab es auch in Donner-Variante. Okay, ich kenne das normal. Hatte ich aber auch Gunkan Sushif Shari. Ein Sushi-Schiff. Warum nicht? Warum nicht? Geile Sache auf jeden Fall. Oh mein Gott, wie geil. Okay, das gefällt mir. Sogar sehr. Weiße Ritter des Dogmatika. Yeah. Alles Ultra? Ja, das ist Ultra auf jeden Fall. Ultra. Der wiederbelebende Himmelsgott. Wir haben die Slifer-Karte bekommen. Hallöchen, aber auch du, meine Gutste. Gaia, oh Gott, Moment. Gaia Rüstung Drachenpanzer. Also Gold auf Weiß. Schwer zu lesen. Und Hallöchen aber auch. Das muss ich dann mal gucken. Kann es sein, dass das mit Prismatic falsch ist und alles einfach Prismatic Secret Rare ist? Ich glaube langsam ja. Ärger Sunny des Evil Zwillings. Jetzt haben wir es. Dauert ewig bei mir Namen, aber wir haben es. Wunderschön. Dann stimmt meine Liste überhaupt nicht. So ein Spaßchen. Pruflas Nachweis. Ein süßer kleiner Unterwäldler als unsere Rare noch hinzu. Das heißt, wir haben die normalen Rare, wir haben die Ultra Rare und wir haben die Secret Rare. So rum. Okay. Außer es kommt nochmals irgendwas anderes und ich habe irgendwas übersehen und ich sage es wieder falsch. Sorry diesbezüglich. Aeropixel 3. Okay. Papi süß. Schnobi-Insekt. Hagakuremino. Mhm. Der Linkapfel. Okay, der schon. Ja, was soll's. Interessant. Gunkan-Schiff werft Küstenlokal. Gibt's jetzt ein Sushi-Essens-Deck mit dem Gunkan? Ernsthaft? Wie geil ist. Okay, das muss ich mir mal nachher genau angucken. Eisjade Akti? Das wäre jetzt echt genial. Ad Libitum von Despia. Ich glaube, da haben wir unsere Despia, die wir vorher nicht hatten. Aber sowas, dann haben wir unsere Despia. So, ich habe jetzt einmal links und einmal rechts gepackt. Okay, ich wollte eigentlich zuerst von rechts nach links durcharbeiten. Hab's aber schon wieder vollkommen versaut. Was so ist. Na komm, jetzt hat er's. Dankeschön. Sagenhafte Marcosia. Psi-Löschlaser. Wir öffnen der Drache Donner Level 3. Jetzt haben wir alle Donner-Versionen von ihm. Sagenhafte Andres. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Coole Rüstung, cool Schwert. Starkseglerin Romarin. Eine Seglerin. Die gehört doch bestimmt zum Sushi mit dazu. Die gehört sowas von mir dazu. Da kannst du mir sonst was sagen. Eda, die Sonnenmagierin. Wie gesagt, es gibt verdammt viele. Also wirklich verdammt viele Archetypes und Erweiterungen und auch eine Handvoll neuere Sachen dabei. Schrei der Markierten. Das ist aber, Moment. Das ist aber nicht Ultra Rare. Da ist irgendwas falsch. Das ist die Secret Rare. Ah, vergiss es. Hohe Ritualkunst. Ich probiere es gar nicht mehr. Hallöchen, der wahre Sonnengott. Jetzt haben wir alle drei. Slifer, Ra und Obelisk, alle drei.
Dann haben wir hier weiter Maschinenwesen Ersatzöffner. Und was wird denn jetzt unsere Mega Secret Prismatica sein? Oh, Herr des himmlischen Gefängnis. Yeah. Der schaut geil aus. Der schaut richtig gut aus. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut, Kollege. Wanderpriester und Adel. Das ist selten in dem Fall. Oh, bei drei Rares. In jedem Pack ist eins drinnen. Da müssten jeweils 2, 2, 1. Moment. Die machen wir noch kurz zu, da muss ich kurz nachgucken. Magieschlüssel, MacMercer, Garrus-Verglaser, Live-Zwilling, Sunnys Spitzel, Raketenkaliber, Magieschlüssel Verriegelung, riesiger Käferkalvarist, unbesiegbarer Atlas und Käferkavallerie-Trupp. Das habe ich schon gesehen. Käferkavallerie ist auf jeden Fall mit dabei. Ich gerade mal gucken. Ich habe doch. Ja, da liegt mein Fehler. Moment, da liegt mein Fehler. Wir haben hier die Rares. Wir haben hier die Prismatic Rares. Ich kann mal gucken. Zack, zack, zack. Ultra Rare. Ja, warte. Secret Rare. Ultra Rare. Secret Rare, Ultra Rare, Ultra Rare, Secret Rare, Ultra Rare. So, okay. Rare, Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare. Sortle. Und natürlich die ganz normalen auf der rechten Seite. Ich hoffe, ich habe es jetzt wirklich richtig gemacht. Ich schaue mir es jedes Mal aufs Neue an. Ist ja nicht schon das erste Mal, dass ich das Ganze mache. Und trotzdem vergeige ich es immer noch. Sorry, das tut mir echt leid diesbezüglich. Dass das nicht besser bei mir hinhaut. Na komm. Es geht genauso gut, wie soeben die Kamera versucht zu fixieren. Jetzt, da hat er es doch. Heiliges Baumungeheuer Hyperion. Hyperthron. Engelstatue Azurune. Du und die AI. Gemeinsam seid ihr stark. Weiß markiert. Sternrakete. Ich kann mal leider schon. Diploman des Meisters. Sodle. Du warst jetzt die Ultraria. Okay. Danma et Ignister. Du kommst hier rüber hin. Wanderbrise und Stau. Du kommst auch hier hin. Dann haben wir mit Sternstaub Synchron. Oh, nicht schlecht. Die Secret Rare. Dazu gibt es noch Allvergebens, die Essenz der Nichtigkeit. Okay, das ist auch mein Name. Und die Prismatik ist, ja, hallo, meine Gutste, Starbrigade Kit. Ein Ungeheuer, nicht schlecht. Starbrigade. Aber das, von dem ich noch kein Dossier mehr habe, von der Starbrigade. Und unsere Rare Gletscher Aqua Mador. So, gefolgt von den Käfer kennen wir bereits. Die Kavallerietruppen kennen wir auch. Ihn noch nicht, den Ultra-Käfer-Kavalleristen absoluter Herkules. Ich meine, ist nichts für mich, aber es sieht geil aus. Muss man sagen, diese Kavallerie-Insekten schauen nicht mal so schlecht aus. Zoro Magister Loder-Katastrophe. Majestätische Absorption. Und zum Schluss noch Eisjade Axie. Okay. Von Seltenen haben wir jetzt, soweit ich jetzt mitbekommen habe, noch nichts doppelt. Muss aber nichts heißen. Muss noch nichts heißen. Wir haben jetzt gerade mal mit dem Päckchen danach die Hälfte durch. So, ja, so haut es ein bisschen besser hin immer. Treffpunkt der Stabbrigade. Eisprießen-Refrain. Refrain, irgendwie sowas. Halomelias, die kennen wir bereits. Die Despiaunische Tragödie. Das hat auch irgendwas mit Musik zu tun. Wir haben Donnerdrache Level 5. Das können wir auch bereits. Coria
Bascordius, der Drei-Phasen-Pakt-Dämon. Okay. Da bin ich mal besonders dran mit drei Phasen. Hallöchen, Wanderbrise und Kaiser. Du kommst zu denen hier mit hin. Live, Zwillinglila, Süßes. Hamid? Ich glaube, ich bin mir das Ganze nicht hier. Dann der Schrottraptor. Der schaut interessant zumindest aus. Dann haben wir den Finsterkind et Ignister. Und unser Prismatik ist. Oh, hallo, meine Gute, Geistermädchen und Spukhaus. Wenn ich was mit dem ich aus anfangen kann. Die okay, wunderschön, wunderschön. Und die Rare Sternstaub Illumination. Ich sehe schon was für Sternstaubdreck. Sternstaubdeck. Nicht Dreck, Entschuldigung, Deck wollte ich sagen. Hat nur falsch angehört. Schicksalsheld Denir. Denir so quasi. Der Tapferschwung. Die Aussaat, die ich hatte mal schon. Trickster Festival. Oh, Trickster bekommt eine Karte noch mit so. Dann Broskin, den kennen wir bereits. Und Cyber, sei nett Kaskade. Sei doch mal nett und hab eine Kaskade. So, aber. Es gibt noch zumindest eine einzige Karte, die hätte ich gerne aus dieser Box. Eine Karte, weil jeder, wo es schon ein paar Stück gesehen hat, weiß, ich bin ein Fan von Magiern. Und in diesem Set ist auf jeden Fall eine Magierkarte drin, die ich gerne hätte. Psi-Löschlaser. Ich hätte mehr Glück. Die AI, dich hatten wir schon. Dich hatten wir auch schon. Oh Gott, Gismek Inbar, der hoppelnde Hase von Hakuto. Warum nicht? Kann nie genug Hasen haben. Eda, die Sonnenmagierin. Despianische Komödie. Also Komödie als Schwierigkeiter. Hallöchen, aber wer bist denn du? Tor der virtuellen Welt. Xuan Wu. Du kommst mal dorthin. Aisiate Tremora. Ja, schaut gut aus. Ja, sieht gut aus. Dogmatiker Erinnerung. Ich habe schon überlegt gehabt, ein Dogmatia-Deck zur Gaudi mal zu bauen. Und Gaia-Rüstung Drachenpanzer. Aber ich glaube, die haben wir schon. Die haben wir. Oder ein Vetter von dir. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es zwei von euch. Und Hallöchen aber auch. Mr. Drayton Mu Beta Fefnir. Manchmal denke ich mir, ja, diese Namen, diese Namen. Reluna, Wundersam, Kleiderschrank, Magistus, Hexe. Definitiv, also das sieht man nicht einfach so an. Nicht schlecht. Magischlüssel, Konflikt. Frostige Wände. Oh, der ist knuffig, der Kleine. Fliegende rote Kapern. Schaut aus wie Sachen, wo sie in Japan raushängen, für quasi um den Wind anzuzeigen. So ein Windspiel. Magieschüssel, Mechmuskete, Batos sprengen. Wenn immer länger die ganzen Sachen. Landprise und das schreckende Meer. Und zum Schluss haben wir noch den schweren Kavallerie, Käferkavallerie, mächtiger Neptun. Geh weg, Fliege, geh weg. Mächtiger Neptun. Wenn ich mir so auf die Angriffspunkte schaue, hier mit 2.500 bis 3.000 überall. Also, ich glaube, die Kavalleristen, die können einiges. Die können so ein bisschen was zumindest. Wenn wir behaupten, angriffstechnisch können die ordentlich hineinpfeffern. So, ein schneller bewaffneter Drachenstahl. Oh ja, nice, gerne doch. Haben wir noch gar nicht. Hyperriton, die haben wir aber schon. Azurune hatten wir auch schon. Den markierten hatten wir auch bereits. Das hatten wir auch. Die Tragödie so oder so. Dich noch nicht. ZS bewaffneter Weiser. Hallöchen, bewaffneter Weiser. Manderbrisi und Strau. Ja, dich haben wir auf jeden Fall jetzt, das weiß ich noch. Dimensionsverschiebe, dich haben wir nicht. Du siehst aber gut aus. Der kommt mir bekannt vor. Ist der nicht eine. Das, zumindest vom das Gesicht hier müsste doch, glaube ich, von Runisch, glaube ich. Eine Zauberkarte sein. Sieht zumindest für mich danach aus. Dann haben wir, oh Gott, ja, die Nichtigkeit. Dann vernichtige dich doch mal, kleine Fee, und mache Platz für Hallöchen, aber auch despianische Queritis. Eieieiei. Also die Endformen davon schauen echt bezaubernd aus. Die schauen wirklich super aus. Und rot markiert,
für Despia-Monster. So, ein Käfer-Kavallerie-Angriffsroller. Nicht schlecht. Das Panzerhorn. Den Kaliber, den haben wir bereits. Die Nachtschwertschlange. Gefährlich. Und die träumende Stadt. Gefolgt von Eisjade Wiege. So, zwei Stück haben wir noch. Zwei Versuche haben wir noch. Um eventuell mit ganz viel Glück eine Kerne zu bekommen, die ich haben möchte eigentlich. Normalerweise habe ich bloß zwei besorgt, habe ich immer gedacht, ach komm, besorg dir drei Boxen. Da wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Glück haben. Windhexe, Glocke. Sexal Vertrauen. Melias, dich kennen wir bereits. Die Sexal Allianz. Albion, der unmantelnde Drache. Gismek Tanguku, der unbewegliche Intellekt. Ja, okay. Lassen wir es mal so stehen. Ach Gott. Priese, dich kennen wir bereits. Dankeschön. Strahlender Vorienzens. Vorienzens. Ich spreche da sowas von Scheiß auf. Das könntest du nicht glauben. Dann haben wir noch meine Dimensionsverschieber. Ich hatte mal bereits. Oh, Hallöchen, aber auch der wahre Sonnengott. Ich glaube, den haben wir bereits. Und dahinter ist der Duellturm. Nicht das Schlechteste, aber eigentlich auch nicht das, was ich mir jetzt gerade erhofft hatte. Aber, zwischen Inselreichen Prismatik nie etwas Doppeltes bekommen. Richterin der Eisbarriere, heißt unsere seltene. Eisbarriere. Dass sie nur Unterstützung bekommen, wundert mich ganz stark. Die Wanderbrise der träumenden Stadt, die haben wir bereits. Der Konflikt. Dich hatten wir auch. Die Wiege hatten wir auch. Gukan Suschiff Shiroi Klasse Trägerschiff. Das ist so doof. Ich besorge mir ein Deck davon. Das ist so elendig doof, da besorge ich mir ein Deck davon. Die Tagesordnung ist natürlich das, was es auf der, was es zum Essen gibt. Och komm, nein, oder? Gukan Suschiff Uniklasse Superpanzerschiff. Das ist super. Das ist genial. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht das bekomme, was ich haben wollte, allein die allein, ich muss sagen, was bisher rausgekommen ist, alles wunderbar. Alles so hier und dort vielleicht. Hätte ich es ein bisschen anders haben wollen, aber ja. Man kriegt es nicht immer so, wie man es haben möchte und auch manchmal nicht so, wie man es verdient. Und manchmal mehr, als wie man es verdient. Positiven wie auch im Negativen. So, wir haben noch ein letztes Päckchen, dieses hier. Muss man auch nochmal gucken. Wir öffnen der Drachenblitz. Dann haben wir Gitan Gonats Duo Nigiris. Die Nigiris. Ach, können die auch mit dazu, oder wie? Ich glaube ja. Terror des Unterholzes zu Hallöchen, aber auch. Gunkan Sushif Ikaru. Sorry, ich krieg mich nicht mehr. Das ist einfach zu genial. Tarneinsiedler. Ich kann nicht die ganze Idee, er tarnt sich nur als Einsiedler. Der sagenhafte Abanak. Abanak. Hallöchen, Madame Eisjade Tremora. Danach, dich kennen wir leider schon. ZS, ja, der weiß, dich kennen wir bereits. Markierte Verbindung. Hallöchenoberauch. Pharaonische Wächter-Sphinx. Bewacht sie das, was ich gern hätte? Bewacht sie das? Nein, leider nicht. Star-Brigade Kit, schade. Ich muss sagen, Sphinx, richtig geil, aber da hatte ich jetzt das erste, was wir doppelt haben. Unschön. Und immer die Drachen Utopia-Strahl, schade. Das kann ich sagen, was ich eigentlich haben wollte, war das schwarze Magier-Mädchen. Das wäre es noch gewesen. Das wäre es wirklich noch gewesen. Sternwind, Wolfrefest, das Panzer kennen wir bereits. Despia kennen wir auch schon zu Genüge. Gunkanschiff Shiraoyo. Und Nachtschwert Schlange als letztes. So schaut das Ganze momentan aus. Diese haben wir bekommen. Prismatik. Ich habe es mir einfach nur falsch aufgeschrieben. Diesbezüglich Entschuldigung. Ich meine, wir haben jetzt eine doppelt. Wir haben eine einzige doppelt. Sonst haben wir jeden ein einziges Mal hier bei Prismatik. Das ist schon mal gut. Bei unseren Secret Rares. Ich hoffe, er fixiert es auch. Ja, hätte auch ein bisschen besser sein können.
Gerade zum Schluss kann man die doppeln. Gerade er hier. Muss natürlich mehrfach sein. Aber gut, was soll's. Wir haben trotzdem eine interessante Ausbeute gemacht. Nicht das Beste vom Besten, aber auf jeden Fall eine interessante Ausbeute. Da, der wahre Sonnengott. Da war er nochmal. So war er aber auch gleich. Das müsste es, glaube ich, haben. Ja, der Weiße. Ah, schade. Und den haben wir zu oft. Den haben wir wesentlich zu oft, muss ich sagen. Ich glaube, dreimal sogar. So habe ich schon gesehen. Dreimal, yep. Das Sushi-Schiff. Das ist was. Das macht mich jetzt immer noch fertig. Dieses Sushi-Schiff. Aber gut, was soll's. Wir haben, was wir haben. Wir hatten hier und dort Glück. Ein bisschen weniger Glück. Was soll's. Das kommt halt raus, wenn man die Karten nicht direkt kauft, sondern quasi die Packs. Aber ganz ehrlich, das ist auch der Spaß dahinter. Aber das soll es gewesen sein. Die kommen hier jetzt nicht alle durch, weil die sind am uninteressantesten von dem Ganzen. Ich werde die ganzen Sachen jetzt verpacken, gucken, was ich nutzen kann, was ich nicht nutzen kann. Was vielleicht in mein Card Market reinkommt. Beschreibung im Link vom Video. So quasi da unten. Oh, halt, nee, so muss ich gucken. So, zeige ich auf mich. Und ich hoffe, ich gucke gerade nochmal, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Nein, die sind wirklich alle leer, als aufgemacht, als gebraucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch so eine Box besorgt habt, ob da auch was rauskam, was ihr haben möchtet, oder ob da irgendwann schon rauskam, was ihr überhaupt nicht interessiert habt. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal, macht es gut und wie immer, tschüss, oder? Wie gesagt, vieles davon wird wahrscheinlich auf meinem Marktplatz zu finden sein.